Willkommen meine Lieben hier zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Was ist heute das Thema bei Tipps, Tricks und Informationen? Das Thema heute ist Kokosnussmilch, die man ja wunderbar in Dosen kaufen kann. Allerdings habe ich immer das Problem, wenn ich Rezepte nachkoche oder irgendwelche Getränke kreiere, dass so eine große Dose mit 250 Gramm ziemlich viel ist und prinzipiell auch immer etwas übrig bleibt und ich dann nicht weiß, was ich damit tun soll. Und deswegen kommt jetzt hier mein ultimativer Tipp für euch. Ich habe heute einen Smoothie gemacht und da ist wieder Kokosmilch übergeblieben. Und diese Kokosnussmilch habe ich, wie man sieht, in einen Beutel gefüllt, in einen Gefrierbeutel. Den werde ich jetzt auch verschließen und der kommt in den Gefrierschrank und ihr könnt diese Kokosmilch wunderbar einfrieren und dann auch natürlich weiterhin benutzen und zwar immer passend, wie ihr sie braucht. Noch schöner wäre es, wenn ihr einen Eiswürferbehälter hättet, den habe ich leider nicht zur Verfügung, daher bei mir immer diese Beutelaktion. Wenn ihr bitte die Kokosnussmilch einfach in die Eiswürfelbehälter füllt, dann könnt ihr es also wirklich portionsweise nutzen, das tut der Kokosmilch nicht weh, schadet ihr nicht. Und ihr habt nicht so einen großen Verlust und müsst immer alles wegwerfen, weil Kokosnussmilch ist wirklich teuer. Es war ein einfacher Trick. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Thermosternchen.